lang, Liebhaber. Hier ist euer freundlicher blauer Sauser. Glaubt mir, das ist das letzte Mal, dass ich nach Alaska gehe in der Wintersaison. Nanu, was ist das? Eine gemütliche Zufluchtsstätte. Hallo? Ist jemand da? Ja, sowas. Es scheint tatsächlich frei zu sein. Und da, Lebensmittel, ein Bett, Kaminholz und ein Kamin. Na, wenn das kein Glück ist, dann mache ich doch sofort Feuer an. Mach, dass du rauskommst, Schmarotzer. Kein Geld, kein Bett. Hier wird bezahlt, wenn man geht. Wenn man nicht bezahlen kann, geht man sofort. Auch gut. Wenn du meinen persönlichen Schuldschein nicht akzeptieren willst, mache ich meine Geschäfte eben anderswo, Geizkragen. Wie schön ist es zu Hause, wie schön ist es daheim, wie schön ist es daheim. Oh, Gastfreundschaft winkt von jener sicheren Zuflucht in der Wildnis. Nur hereinspazieren! Danke, ich bin so frei. Sei vielmals und herzlich gegrüßt, mein Gut. Schreck, lass nach. Eine Schlange. Wie ich sie verabscheue, diese kriechenden Kreaturen. Ich habe davon im Leben genug gesehen. Raus mit dir, du prähistorisches Peperoni, du. Aber ich werde erfrieren. Gut, gut, aber tu es bitte leise. Ja und, was ist denn noch? Also, wo ist dieser arglistige, bösartige Macaroni hin? Ha! Der alte Feuerhaken-Trick! Ich schieß ihn in die Luft, den Bösewicht! Doch wo er landet, das weiß ich nicht. Und ganz unter uns, es kümmert mich nicht! Feine Art, sensible Schlangen zu behandeln! Auch das noch? Ich kann nur hoffen, dass dieser blöde Bär lesen kann. Ach, wer ist denn da? Die Post, Sir, die Post. Wichtige Nachricht für Sie. Oh, das könnte das Telegramm sein, das ich von meinem lieben Mütterlein erwarte. Die Nachricht sagt, was jeder weiß, halte ich fern von dünnem Eis. Heimtückischer Bandwurm! Der Frühling ist da. Frühling! Tatsächlich, er ist da. Wo ist die Sonne? Wo ist der Frühling? Wo sind die Vögelein? Wenn das eine gewisse Schlange ist, die ich flüchtig kenne, dann werde ich einen Knoten in sie machen. Ja, ist da. Oh, da schlagt doch einer hin bei der Glätter ohne Sonnenschirm. Jemand hat mir einen Findling auf die Schwelle gelegt. Das liebe kleine Würmchen muss ja unter nagendem Hunger leiden. Wir legen dem Milchmann einen Zettel hin, dass er ab morgen eine Flasche Jackenmilch liefern soll. Oh, das ist meine gute Tat für heute. Überlistet von einem blauen Wurm. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Oh, putzt die Zimmer und schmückt den Baum. Hallo, ihr süßen kleinen Zuckermäulchen da unten. Ich bin es, der Weihnachtsmann. Aha, der Weihnachtsmann ist da. Ob ihr fertig seid oder nicht, ich komme. Du solltest einen Fahrstuhl einbauen lassen. Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, hast du mir was mitgebracht? Was ist es? Was ist Aber das? Ja, meine kleine himmelblaue Wurst. Och ja, ich glaube, da ist ein besonderer Leckerbissen drin. Kriech nur hinein und hol ihn dir, niedlicher kleiner Schurke. So, jetzt habe ich dich, armseliger alter Pumpenschwengel. Mal sehen, wie du dich da rauswindest. Fliege davon, mickriges Kriechtier. Und meine Empfehlung an den Mann im Mond. Und mach dir nicht die Mühe zu schreiben. Ich werde noch wahnsinnig. Ist das etwa wieder dieser Kerl? Verzeihen Sie die Störung, aber da ist eine Karte in Ihrem Briefkasten, Sir. Eine Karte für mich? Ist ja nicht zu glauben. Sie ist aus Miami. Danke, dass du mich nach Florida geschickt hast. Verbringe hier eine wundervolle Zeit. Unterschrift: Der blaue Sauser.
Öffne die Tür, du Landstreicher! Lass mich rein, du schnurrender Vagabund! Mach auf! Aufmachen, sage ich! Dieser Widerling, hoffentlich holt er sich einen Sonnenbrand! Mach auf, du hinterhältiger Gauner! Mach die Tür auf! Schurke, mach auf!